Leute, was geht? Und damit willkommen zum neuen Video. Heute, ja, habt ihr im Intro schon gesehen, testen wir mal den Hyundai Ioniq 5. Sind heute nicht im i30 unterwegs, aber das ist auch nicht schlimm. Ich hatte ja im letzten, einer der letzten Videos schon mal den Hyundai Ioniq 6 getestet und heute quasi auf dem Papier der kleine, aber in echt der große Bruder, zumindest von den Maßen her. Ja, Ioniq 5, das wird mir wieder zur Verfügung gestellt von dem Autohaus, also Hyundai Autohaus Weber und Diehl am Petersberg. Deswegen, wenn ihr da noch ein Hyundai Modell sucht oder ja, Hyundai N-Modell, Ioniq Modell, schaut da gerne vorbei. Nochmal Dankeschön. Und ja, fangen wir mal an. Ja, eigentlich dieselbe Plattform wie der Ioniq 6, aber ich möchte nochmal ein paar Highlights rausstellen. Erstmal ein Unterschied zum Ioniq 6. Dieser hier, das aktuelle Modell noch, hat nicht, also kein Matrix-Licht, sondern normales LED-Licht. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, denn sonst ist fast alles eigentlich gleich auch ausstattungstechnisch her. Der hier hat auch 800 Volt Technologie. Er hat eine 77,5 Kilowattstunden Batterie. Ist hier auch das Unique-Paket mit, ja, was die höchste Ausstattungslinie quasi darstellt. Das Modell, was wir hier haben, ist auch auf Winterrädern. Das sind 19 Zöller, vorne wie hinten. Und ja, ich finde es ja cool, dass Hyundai bei der Ioniq-Marke wirklich echt sich mal was traut und getraut hat und auch weiterhin traut und wirklich schöne futuristische Designs macht, die mal wirklich rausstechen. Also ich finde, wenn ich jetzt hier so daneben stehe und ich habe das Auto jetzt schon ein paar Stündchen, finde ich, fällt der wirklich auf im Straßenverkehr. Das ist was Modernes, das ist aber nicht jetzt zu extrovertiert, sage ich mal, sondern man erkennt, dass es neu, dass es frisch ist. Und da würde ich mir auch mal wünschen, dass ja viele andere Hersteller es vielleicht mal so machen. Ja, von hinten sieht man wieder, was typisch für diese Ioniq-Modelle ist. Viele Pixel überall. Das zieht sich sowieso durchs ganze Design. Oh, wäre ich da jetzt länger gestanden, ging der Kofferraum auf. Das wollen wir jetzt nicht, sonst haut er mir noch ins Gesicht. Und viele richtig vom Design und auch hat ja viel Technik drin. Deswegen möchte ich nochmal zwei ganz coole Features rausstellen, die jetzt der hat. Angefangen mit der Vehicle-to-Load-Technologie und das Ganze geht so. Dazu haben wir hier unseren wunderschönen Connector und den tun wir einfach in die, ja, normale Lademöglichkeit, Ladepunkt des Autos, kann man hier öffnen und dann da anstecken. Und jetzt kann man hier, das mache ich jetzt nicht, weil das zieht unnötig Batterie, aber man drückt hier drauf und dann kommt da Steckdose raus und dann kann man da über das Auto einen Föhn, eine Mikrowelle oder so ein Mini-Grill kann man laden, bis glaube ich 3,5 kW ist es möglich. Und ihr könnt auch im Auto im Menü vorne einstellen, ja, wie viel Strom da sozusagen abfließen soll. Also wenn ihr mal unterwegs seid und Grill, Mikro dabei habt, euch Popcorn machen wollt, ist das hiermit ganz entspannt möglich. So, das nächste, was ich euch mal zeigen wollte, ist hier mit diesem wunderschönen Schlüssel bedienbar. Und zwar geht es darum, dass ihr das Auto einfach mit dem Schlüssel ein bisschen vorwärts oder zurück steuern könnt. Und das ist sehr praktisch. Zum Beispiel, wer kennt es nicht, ihr seid eingeparkt, seid schon ausgestiegen und merkt dann aber, dass ihr noch ein Stück vor- oder zurückfahren könnt. Oder ihr wollt irgendwie aus einer Einfahrt rausfahren und seid aber schon ausgestiegen oder seid außerhalb des Autos. Und ja, um ein paar Meter, um das Auto ein paar Meter zu bewegen, hat man das hier. Deswegen klickt man einfach dafür für Sekunden auf diese Hold-Taste. Ja, erstmal zuschließen. So. So war's. Der Reihenfolge gemerkt. So. Zuschließen. Dann 4 Sekunden da. Draufdrücken. Und dann seht ihr. Geht der drin? Geht der an? Ich hoffe, man sieht's. So. Das Auto ist zu und er ist drin an. Und jetzt drückt ihr einfach hier drauf, so nach vorne. Let's go. Und dann fährt er. Das ist schon cool. So, dann könnt ihr ein bisschen justieren. Wenn ihr loslasst, hört er auf und dann auf die Rückwärtstaste. Und so kann man das halt ganz gut steuern, ne? So, jetzt kommen wir noch mal kurz auf das Preisliche zu sprechen.
Denn wir haben heute mal das schöne Schildchen mitgenommen, wo die ganze Ausstattung nochmal wirklich detailliert draufsteht. Ja, wie gesagt, hier Unique-Paket mit, das hat bereits alles, was Technik-Paket drin hat. Also plus zum Beispiel Bose Soundsystem, ambiente Beleuchtung, elektrische Heckklappe, Head-Up-Display. Ich hoffe, man sieht es gleich beim Fahren. Dann hat er auch noch hier das Relax-Paket, Außenspiegel mit Memory-Funktion. Ja, also quasi alles, was das Elektroherz begehrt. Und das Ganze kostet dann insgesamt ja, 66.672,50 Euro in dieser Ausstattung. Ja, wollte ich euch auch nochmal nicht vorenthalten. Ja, hier ist nochmal schwarz auf weiß, was ihr da so erwarten könnt. Ansonsten ist es vom User Interface, vom Infotainment eigentlich 1:1 mit dem Ioniq 6. Deswegen werde ich da jetzt nicht mehr wirklich tief drauf eingehen. Ich kann nochmal hier einen kurzen Überblick geben. Hier natürlich allgemeine Funktionen. Warte, wir haben jetzt nicht angemacht. Machen wir kurz hier. So, jetzt ist er bereit zum Fahren. Schöner Begrüßungston. 288 Kilometer Restreichweite. Hier Head-Up-Display. Sieht man das? Ja, man sieht es ein bisschen. Ja, alle Informationen. Typisch Hyundai. Hier schöne Tasten mit diesem Touch-Element, was sich sehr edel anfühlt. Ja, ich glaube, das kennen hier die meisten Hyundai-Fahrer. Das ist eigentlich quasi wie bei mir im i30 und wie im Ioniq 6. Hier dieser zweigeteilte Bildschirm noch aus dem aktuellen Jahr. Da die Karte, hier EV-Einstellung, also Elektro, wie weit man kommt, wo die nächste Ladestation wäre in 80 Metern, brauchen wir aber nicht, wir haben noch 80%. Hier Klimaeinstellung, also Sitzheizung, Sitzbelüftung, hier Klimaeinstellung, Ruhemodus, ja, das ist eigentlich alles dasselbe. Was aber im Innenraum cool ist und mir direkt aufgefallen ist, ist noch hier, du hast extrem viel Platz hier mit deinen Füßen, weil das ist keine durchgehende Mittelkonsole hier. Sprich, kannst mal deinen Fuß zum Beifahrer rüber machen, auf die Füße treten, wenn die Musik wieder schlecht gespielt ist. Ja, was aber auch noch ganz nice ist, sind hier weiße Sitze. Da liegt mein Equipment, bitte nicht drauf achten. Die GoPro, die kommt gleich an die Scheibe. Heute das letzte Video, wo es an der Scheibe ist, denke ich mal. Ich wackel so wie so ein Demelack. Ja, schöne weiße, belederte Sitze. Finde ich, wirkt edel. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen zum Innenraum. Deswegen mache ich jetzt die GoPro hier an das schöne Fenster dran. Und dann hoffe ich, dass das Audio gut geht und dann sage ich euch mal ein bisschen den Fahreindruck. Also, bis gleich. So, wenn ich jetzt gerade nochmal stehe, kann ich das auch nochmal zeigen. Hat natürlich auch eine schöne 360-Grad-Kamera, die man je nach Belieben drehen kann. Ja, finde ich cool gemacht, auch dass das richtige Auto angezeigt wird. Okay, zurück zum Video. So Leute, jetzt machen wir einen kleinen Fahreindruck. Wie gesagt, das ist das letzte Video jetzt mit dieser Kameraperspektive. Quasi nächste Woche oder im nächsten Video kommt dann wieder die gewöhnliche POV, wo ich das am Kopf habe. Ich glaube, ihr seht jetzt ein bisschen was von meiner Jacke. Ich hoffe, das stört nicht. Ich gebe mir Mühe, dass es trotzdem einigermaßen gut eingestellt ist hier an der Scheibe. Und ja, dann fahren wir mal los. Fahren einfach ein bisschen durch die Innenstadt, noch eine kleine Runde, vielleicht über die B. Warte mal, der müsste jetzt pieken. Erkennt er, dass hier einer sitzt? Nee. Also hier wird angezeigt, hier ist er nicht angeschnallt, aber ich habe nur mein Equipment am Beifahrersitz. Taschen und sowas. Aber gut, anscheinend rafft das. Genau, fahren wir einfach mal eine kleine Runde. Und da kann ich euch mal ein bisschen was so, ja, zur Beschleunigung, zum Handling sagen. Ist natürlich ein SUV, das darf man an der Stelle nicht vergessen und da, glaube ich, erfüllt er den Zweck auch sehr gut. Gucken wir einfach mal. Hat auch wieder hier natürlich die verschiedenen Rekuperationslevel. Haben jetzt auf Level 3, Level 2, Level 1 und wenn man ganz mit den Pedals hochgeht, noch dieses iPedal, dann geht er komplett auf 0 und fährt dann nicht mehr los. Ich lasse es auf Level 3, das finde ich recht angenehm, hatte ich jetzt die ganze Zeit. Natürlich hat er auch verschiedene Modi hier. Wir sind jetzt im Eco-Modus, haben die Klima an, dann hat er 287 Kilometer Reichweite, noch jetzt 286.
Wenn man auf normal geht, sind es 279 und auf Sport 270. Wir bleiben jetzt erstmal auf Eco. Werden natürlich gleich mal Beschleunigung testen, so was er kann. Aber jetzt erstmal entspanntes Cruisen. Bisschen innerstädtisch. Und M3 Touring, geil. Kann auch sein, dass ich einfach jetzt vom harten Fahrwerk vom i30N voreingenommen bin. Oder halt gewöhnt bin. Aber das ist dann doch hier schon sehr, sehr weich. Ja, damit könnte man gut Langstrecke fahren. Soundanlage kann ich jetzt das Bose leider nicht testen wegen Copyright. Wohl kurz können wir es anmachen. Ich bin Anna Löwer. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin Anna Löwer. Schon wieder Polizei. Was ist denn los hier? Ah, toter Winkelassistent. Sieht man direkt mal, dass er funktioniert, weil es war ein Auto im toten Winkel. Funktioniert also auch top. Head-Up-Display, ich glaube nicht, dass man es sieht auf dem Video. Wenn ja, ist super. Aber da bin ich ja auch immer ein Fan davon, dass man alle Informationen da hat, die man braucht. Ja, es ist halt wirklich sehr, man hört halt auch nichts, ne? Mal links rüber. Man hört halt, wie gesagt, nichts von dem Motor, weil halt keiner da ist. Kein Verbrenner. Dementsprechend ist das hier auch wirklich ein meditatives Fahrgefühl. Aber Lenkung ist schön, direkt, also was heißt direkt, man kommt gut um die Kurven damit. Ja, die Lenkung hier um die Kurve ist gut. Ich mag das Lenkrad. Das hat eine schöne Formung, das ist schön griffig, nicht zu dick, nicht zu weich. Und ich mag ja dieses Material, das ist ja Leder. Ich mag einfach hier, wie es sich in der Hand anfühlt. Oh, jetzt ist hier 100, jetzt gehen wir mal in Sportmodus und drücken mal durch. Ich hoffe, die Kamera fliegt nicht weg. Okay, das zieht schon richtig gut durch. Ich meine 320 PS, 325 PS, 325 PS. Jetzt hier 70 da vorne, da machen wir wieder Eco rein. Ja, ist halt natürlich Drehmoment sofort da. Das ist halt wie bei jedem E-Auto, der erste Punch ist erstmal richtig gut. Davon, von dem Auto, fragen sich bestimmt einige von euch, ja hey, es gibt doch einen IONIQ 5N mit 650 PS, testet den doch mal. Und da kann ich nur zu sagen, ja, den werden wir testen. Deswegen seid sehr gespannt, ich freue mich da riesig darauf, den mal hier auf dem Kanal zu zeigen und selber mal zu fahren, weil das ein absolutes Highlight ist. Deswegen guckt in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbei, weil da wird es, glaube ich, komplett scheppern mit diesen PS-Zahlen und das, was du da alles einstellen kannst. Ja, seid da sehr, sehr gespannt. Aber heute erstmal IONIQ 5, wie gesagt. Und ja, also wie gesagt, zum Infotainment habe ich eigentlich schon vieles gesagt. Man kann hier natürlich seine Batterie noch vorkonditionieren. Du hast ein schönes Navigationssystem. Ist einfach normal Hyundai, wie man es kennt. Ja, Sprachsteuerung auch. Also auch quasi wie Mi30N, nur dass Bildschirme halt ein bisschen größer sind. Ja, zieht gut durch. Das ist komfortables Fahren. Im Normalmodus und Sportmodus hast du halt wirklich viel Dampf. Ja, einfach ein tolles, modernes E-Auto, das, wie ich finde, optisch auch schick ist. Also ich mag das Design. Ich mag, wenn man von außen drauf guckt. Weil wie gesagt, Hyundai traut sich ja mal was. Und es ist echt ein Hingucker. Von den technischen Features ist ja in dieser Modellgeneration der IONIQ 6 noch ein bisschen vorne. Der hat da noch ein bisschen mehr. Aber das auch nicht viel und da wird er ja auch bald hier nachziehen. Ja, kommen wir doch mal zum kleinen Fazit jetzt am Ende des Videos zu dem IONIQ 5. Ja, tolles E-Auto, wie ich finde, optisch sehr ansprechend. Und es ist ein sicher, ist ja, weil es ein SUV ist, kann man auch mal ein bisschen was einladen. Es hat sehr viele neue technische Features dabei, die, wie ich auch finde, recht praktisch sind. Es ist ja manchmal so, dass du halt so viel Schnickschnack in einem Fahrzeug hast, was du eigentlich gar nicht nutzen kannst. Aber hier ist dann doch so, zum Beispiel, was ich eben gezeigt habe, mit dem, diesem, über den Schlüssel, dieses einen Auspacken zum Beispiel, oder wenn man das Fahrzeug irgendwie ganz kurz bewegen will, vor und zurück,
dass man es über den Schlüssel machen kann oder dieses Vehicle to Load, wenn du ein elektrisches Gerät dabei hast. So kleine Sachen, die machen einen den Alltag doch dann recht leicht oder nehmen ein bisschen mal die Arbeit ab. Das finde ich cool. Ist ein sehr bequemes Fahrerlebnis und einfach komfortables Reisen. Und wenn du willst, hast du halt auch diese 325 PS jetzt in dieser Ausstattung hier und kannst natürlich auch, können wir nochmal machen, fahren nochmal von 50 auf 70. Boah. Also da ist trotzdem der E-Punch da, das braucht ihr euch nicht denken, dass nicht so wäre. Wenn man nicht vorbereitet reintritt, dann zieht es einen trotzdem zurück. Dabei hat er hier nur die Hälfte. Ist eigentlich genau die Hälfte der PS on Eagle 9. Die Hälfte der PS von der Ioniq 5N. Deswegen könnt ihr euch mal vorstellen, wie der dann ziehen wird. Ja, vom Verbrauch. Ich habe es jetzt nicht zurückgesetzt. Ah, kurz. Ja, 17,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Kann ich schwer einschätzen, aber ich nehme an, dass das auch nicht viel ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt ökonomisch gefahren bin. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Nochmal danke an Weber und Diel. Und seid sehr gespannt, was in den nächsten Videos kommt. Wie gesagt, nächstes Mal wieder mit der Kamera auf dem Kopf. So wie es auch schöner ist. Trotzdem danke, dass ihr zugeschaut habt mit dieser Einstellung. War jetzt mal für den Übergang. Dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende und ja, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, abonniert und liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert auch. Bis dann. Ciao.